Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Hast du es gemerkt? Was habe ich gemerkt? Wir nerven. Ja, dann haben wir ja gewonnen. Stimmt aber, du hast recht. Das waren die beleidigenden Kommentare nehmen explosionsartig zu, ja. Ja. Es war schön zu lesen, was so manche Leute meinen, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, also alleine stehen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Nein, es ist eigentlich ist es traurig, also was da an Hass ausgelassen wird, weil man es nicht verkraftet, dass Menschen eine Meinung haben, das ist schon erschreckend, also finde Ja, vor ich. allem eine andere. Ja, genau, und noch eine andere, das ist so. Ja. Wobei wir ja die Meinung verbinden mit dem Nachvollziehen der Nachrichten, wie man sie ja hören kann, aber in den 5 Minuten die Aspekte auch benennen, die in den 5 Minuten, manchmal sind es ja noch weniger, im Radio oder so, nicht genannt werden können in der Kürze der Zeit. Ja. Hast du, also es ist ja wirklich so, jetzt diese Initiative zum Verbot der AfD, das ist klasse, oder? Not worth talking about, würde ich sagen. Es gehört vielleicht zu einem Teil der Politik, es am Ende jetzt wieder etwas richtiger zu machen, als all die ganze Zeit nur drum zu meckern und Nazi, Nazi zu schreien. Ja. Aber diese Initiative kann keinen Erfolg haben, weil es gibt ja auch keine Mehrheit im Bundestag und die gibt es auch zu Recht nicht. Ja. Es ist ein Unterschied zwischen dem Verhalten einzelner Abgeordneten, selbst wenn sie da einem Drehbuch folgen, was von Bernd das Brot Höcke geschrieben wurde oder so, und Ja. dem Gesamtverhalten einer Partei. Also lass es. Naja, ich bin ja auch da Freund von einfachen Lösungen. Heim nach Österreich würde ich der AfD zurufen wollen. Nicht wahr? Ja, da können Sie sich wohlfühlen. Da können Sie ja der 29%-Partei von diesem Hahn, wie heißt er noch? Kickel, Keine Kickel. Ahnung, Ja, Schickel, Kikeriki, Hickel, Kickel, können Sie Ihre 29% dazu tun und dann haben Sie wirklich eine Mehrheit, ne? Höckel. Dann sind sie bei 60%, Rudi, tun mir das Ja, nicht an. aber die muss man dann auf zwei Länder aufteilen oder sind es wieder nur 30? Also, Ja, das stimmt. Also Mathematik ist ein Scheißspiel, ne? heim ins Österreich, kann ich nur Ja. sagen. Ich finde, also wir sollten einfach eine bessere Politik einfordern, bevor wir uns da wirklich an solchen Leuten abarbeiten. Wir haben ja in Deutschland dank Angela Merkel und Wolfgang Schäuble eine Fortschrittsbremse kreiert und die sogar ins Grundgesetz geschrieben. Und alle haben gejubelt, im Übrigen die eigenen Genossen auch. Ja, wir haben ja mit Naja, dafür. bis in die Länder rein, nicht? Das ist ja. Wir Ja. haben alle mitgemacht, schön servil, weil das ja Ja. so billig ist. Wer keine Genau. Schulden macht, macht eine gute Politik. Genau. Und das ist ja, wenn die Hausfrau was versteht, dann, dass die Bank kassiert, wenn man Schulden macht. Naja, aber dass dabei die Infrastruktur vor die Hunde geht, wenn man alles verbetriebswirtschaftlicht, das merken die Leute langsam, weiß ich ja auch. Ist egal, ob Bahn, Krankenhäuser, Wohnungsbau, Ja, gerade der überall. Wohnungsbau, gerade der Wohnungsbau wieder. Ja, heute wieder in den Nachrichten. Die Bundesregierung verfehlt ihre Wohnungsbaupolitik. Nein, die Politik verfehlt da gar nichts, weil die Politik baut keine Wohnung. Tja, das ist auch so gewollt. Also die Politik hat sich ja von der Last des Eigentums von Wohnungen bei Bahn, Post und so weiter verabschiedet und hat das doch privatisiert und dem Markt überlassen. Und der Markt regelt das schon, hat uns Angela immer erzählt und der Wolfgang auch, die schwarze Die Null. Privaten können es ja besser, nicht? Ja, aber auf jeden Fall, sieht man doch Ja, jetzt. für sich. Ja. Natürlich, wie heißen die? Die Deutsche Wohnen und so weiter, das ist Ja, doch alles, Vonovia. ja, Vonovia, das sind doch alles segensreiche Erfindungen. Also das Verbetriebswirtschaftlichen von Infrastruktur inklusive Wohnungsbau ist eine der grandiosesten Fehlentscheidungen der Politik in den letzten 30 Jahren gewesen. Und ich finde es wirklich bedauerlich, dass es immer noch auch Sozis gibt, die glauben, das wäre Politik.
Naja, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Wir hatten es ja gestern Ja, schon. die Leute sind halt ein bisschen blöd an der Stelle. Die sehen, zumindest haben sie bis vor kurzem noch gesehen, dass diese Konzerne da einen Reibach machen. Die machen also Profite und sagen, ja, der Staat hat da nie Reibach gemacht. Aber warum machen denn diese Konzerne Reibach? Weil sie die Mieten erhöht haben. Und Ja. ja, und Stimmt. niemand baut am Ende für Bürgergeldempfänger und für Niedriglohnempfänger irgendwelche Wohnungen, die sie auch bezahlen können. Genau. Und dann wird auch noch gemeckert, dass das Wohngeld ja auch viel zu hoch sei und, ja. Ja, also es Wo ist sollen dann die Leute, sollen die unter den Brücken schlafen? ja. Ja. Bitteschön. Ja, wie in anderen Ländern auch, es geht auch in Südamerika, geht es doch auch. Man kann die Leute auch mal unter der Brücke schlafen lassen. Das ist doch nicht so schlimm. Nein, also ich finde Vor es allem im wirklich. Rahmen des Klimawandels sind die Winter ja viel kürzer und deshalb muss man nicht so viel frieren mehr, ne? Also Ja, nicht so ja, viel. ja. Also es ist, ich finde es dramatisch. Also, und es sind wirklich Fehlentscheidungen. Und ich kann verstehen, dass diejenigen, die vor 20 Jahren zugestimmt haben, heute nicht sagen können, ich habe einen Fehler gemacht. Wobei, das wäre mal politische Größe und würde auch anderen, den, Wind aus den Segeln nehmen. Muss man vielleicht noch lernen. Ja, die Sozialverpflichtetheit des Staates seinen Angestellten gegenüber bei Post, Bahn und wie es alles war, die ist verloren gegangen. Und Ja, der Markt, verloren. den interessiert das nicht, ob es ein Staatsangestellter ist, Ist der mit einem wegprivatisiert kleinen Gehalt worden. davon macht. Also es ist, nein. Ja, das ist wegprivatisiert worden. Nichtsdestotrotz, die NATO macht wieder von sich reden. Wir kriegen einen neuen Generalsekretär. Wir, die NATO. Ein Niederländer, einen ehemaligen Ministerpräsidenten, einen, der auch relativ rechts ist. Aber man wird als NATO-Generalsekretär selten irgendeinen Linksorientierten finden. Das ist doch ganz klar. Hat sich Sarah schon beworben? Sarah Die könnte Oscar schicken. macht dann den ersten Antrittsbesuch nicht in Washington als NATO-Generalsekretärin, sondern in Moskau. Und meldet Vollzug. Das haben wir gut hingekriegt, Onkel Volodja. Genau. Mein Gott. Nein, es ist doch ganz klar. Und diese Anfeindungen, die du in so in scheinlinken Gruppen findest, von wegen alles sei USA gesteuert und. Es sind 27 Staaten, glaube ich, oder wie viel sind das? Oder mehr, In ne? der Ja. EU. Ja, 30, glaube ich sogar. Also, Die NATO sind die auch sich alle dabei. zusammengefunden haben, weil sie es alleine nie wuppen würden, wenn ein größerer bei ihnen die Grenze überschreitet. Ja, ach, ich kann das Das Gesabbel. kommt da mal. Also das muss man, da muss man Udo, ich kann jeglich. das Gesabbel auch nicht mehr hören. Also die Schweden sind jetzt gerade wieder in die NATO geprügelt worden. Die Finnen sind gerade wieder in die NATO geprügelt Ja. worden. Alle werden gezwungen, bei der NATO Mitglied zu werden. Und dann dürfen die nicht mal sagen, dass die Amis das alles schuld sind? Naja, also. Ja, gut, also wir haben eine neue Ära nach 10 Jahren Stoltenberg. Ja. Gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja. Vielleicht schafft ja der Rutte sogar alle dazu zu bringen, dass die Ukraine schnell diesen Krieg beenden kann. Ja, also genügend Genau. Druck. Ja, Die stimmt. Israelis machen ja auch Druck. Die Bodenoffensive Ja. ist am Laufen. Für mich ist das ganz klar, Israel will mit dem Hammer drauf, um die Nadelstiche der Hisbollah, die seit Jahrzehnten laufen, endlich zu beenden. Ich finde, das ist ein annehmbares Ziel. Annehmbar ist natürlich nicht, dass die Zivilisten darunter leiden, aber so ist das im Krieg leider immer. Ja. Also ich denke, wir sollten uns nicht nur diesen Kriegsereignissen zuwenden, ich bei aller Wichtigkeit. Wir sollten auch noch mal einen kurzen Blick ins Inland werfen. Ich will daran erinnern, dass die Gewerkschaften auch hier aktiv sind, um die Löhne zu erhöhen, dass man sich darum kümmert, dass die Menschen mehr Geld ins Portemonnaie bekommen. Keine Meldung wert, ne? Oder hat Nee, einer der Nachrichten da was gehört? das Nee, wird ne? wieder übergangen, aber wir haben da eine kurze Kachel zu. Also behaltet die Gewerkschaften im Auge. Es ist so, dass die Friedenspflicht im November endet. Das ist nicht mehr sehr lange hin und dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass auch mal wieder gestreikt wird und an dieser oder jenen Stelle nichts geht, wenn die Arbeitgeber nicht von ihrem hohen Ross runterkommen und von ihrem Geklage und ihrem wehleidigen Geklage
7% sind angemessen ob der aktuellen Situation. Da sollten die Arbeitgeber mal zulegen. Das Gejammer ist nicht mehr zu ertragen. Also guckt die Nachrichten, guckt die Hintergründe, guckt uns auch, weil wir haben ja ab und zu mal so ein paar Themen, die andere aufregen. Ah, das ist genau richtig, das ist das, was wir wollen. Die Leute wach halten, manche auch wachrütteln, viele sind im komatösen politischen Schlaf. Also guckt uns einfach.